Ja, hallo Mädels und Jungs. Wir befinden sich heute in einem Sightseeing-Bus durch Wien und stehen hier neben dem Café, einem Traditionscafé. Ja, und das ist Jules. Ich bin Eddie. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Sightseeing-Tour. Zur Rechten befindet sich das Grand Hotel Wien, erbaut im 19. Jahrhundert als Und zurzeit erstes fahren wir Luxushotel der über Stadt. den Ring. Die 200 Zimmer des Hotels konnten über einen dampfbetriebenen Aufzug erreicht werden. 1894 feierte Johann Strauss II. Der Gateway. Ist gemeinsam? Wurscht. Es geht ja nur ein Kanal nicht. Und auf der rechten Seite die Staatsoper. Bis zu 2.500 Leute können in der Oper Platz finden und die erste Oper war Don Giovanni, die aufgeführt wurde. Sehen Sie die Statuen der bekanntesten Dichter und Schriftsteller der deutschen Sprache. Zur Rechten sehen Sie Goethe, zur Linken vor der Akademie der Bildenden Künste eine Statue Goethe Schillers. und Schiller. Ja, die schauen Sie an, gell? Ja, wirklich? Das heißt, die waren eigentlich gar keine Freunde, gell? Aha, okay. Siehst du, da bist du mehr bewandert. Bei dem riesigen Gebäudekomplex zur Rechten handelt es sich um die Hofburg, mehr als 600 Jahre lang Winterresidenz und Verwaltungszentrum der Habsburger. Es ist einer der größten Gebäudekomplexe der Welt und eine Mischung vieler Stilepochen. Jeder Kaiser hinterließ seine eigenen Spuren, um die Erweiterung des Kaiserreichs zu veranschaulichen. Und so ließen die Habsburger den Palast immer wieder erweitern, in den vielen unterschiedlichen Baustilen, die Sie heute hier sehen. Selbst heute kann niemand genau sagen, wie viele Zimmer der Komplex wirklich hat. Es existieren lediglich verschiedene Schätzungen. Einige behaupten, es gäbe vielleicht bis zu 3000 Zimmer. Schauen Sie sich den Palast auf jeden Fall an und nehmen Sie sich Zeit. Das harmonische Zusammenspiel der verschiedenen Abschnitte ist wahrlich großartig. Museumsquartier Maria-Hilfer-Straße. Lassen Sie aber auch die kleinen Seitenstraßen nicht aus, wo Ihnen Second-Hand-Modeläden, Galerien, interessante Bars und kleine Restaurants bieten Marilferstraße, werden. sehr bekannte Einkaufsstraße Wiens. In dem gibt es Und ist seit einiger Zeit kurz Fußgängerzone. In dem gibt es in einer Seitenstraße Richtung Haus des Meeres ein super kleines Restaurant, wo man gute belgische Waffen essen kann. Stallungen,
in denen 200 Kutschen und rund 600 Pferde untergebracht waren. Nach dem Ende der Monarchie im Jahr 1918 wurden Pläne zur Sanierung und dem Umbau des Gebäudes geschmiedet, um Platz für Museen für moderne Kunst zu schaffen. Nachdem es renoviert und 2001 endlich eröffnet worden war, wurde es zum Museumsquartier mit verschiedenen Museen und Ausstellungsräumen. Es gibt dort auch Geschäfte und Galerien und nachts kommen sie in den Genuss der lebhaften Atmosphäre der Bars und Clubs um den Innenhof. Zu unserer Rechten liegt nun das Naturhistorische Museum, in dem Sie die Vielfalt der Natur kennenlernen können. Von Insekten hin zu Dinosauriern und von Edelsteinen hin zu Meteoriten. Lassen Sie sich auch das Paradestück des Museums nicht entgehen. Österreichs älteste Statue, die Venus von Willendorf. Sie ist fast 30.000 Jahre alt und gerade einmal 11 cm hoch. Über das Naturhistorische Museum habe ich schon einmal ein Video gedreht. Das könnt ihr euch in meinen Videos gerne ansehen. Wir erreichen nun unseren Halt für die Museen und die Hofburg. Steigen Sie hier aus, wenn Sie der Hofburg, dem Heldenplatz, dem Sissi-Museum, dem Kunsthistorischen Museum, dem Naturhistorischen Museum, dem Museumsquartier, dem Parlament oder den vielen anderen Attraktionen hier einen Besuch abstatten möchten. Sie können hier auch auf andere Tourrouten umsteigen. Sollten Sie hier aussteigen, denken Sie bitte daran, Ihre Kopfhörer und Wertgegenstände mitzunehmen. Und weiter unterwegs, Naturhistorisches Museum zu unserer Linken. Zur Linken befindet sich das Parlament, entworfen von Theophil Hansen, vor dem Hintergrund des Historismus. Im hellenistischen Stil gehalten und mit der Statue der Göttin der Weisheit auf dem Athenebrunnen vor dem Gebäude, ähnelt das Parlament einem griechischen Tempel. Denn aufgrund der Regierungsform des antiken Athen gilt jene Stadt als Geburtsort der Demokratie. Im Park und zur Linken sehen Sie das Wiener Rathaus. Auch hier spielte der Historismus eine Rolle. Der gotische Stil des Rathauses spiegelt den der neuen Rathäuser wider, die zu jener Zeit in Flandern errichtet wurden. Mit einer Höhe von 103,5 Metern ist es eines der höchsten Gebäude entlang der Ringstraße. Und vor dem Rathaus, am Rathausplatz natürlich die Erlebnismeile. Sehen Sie das Kaiserliche Burgtheater, entworfen vom deutschen Architekten Gottfried Semper. Kurz nach seiner Eröffnung stellte man fest, dass sowohl Akustik als auch Sicht entsetzlich waren. Für ein Theater ein echtes Manko. Ein beliebter Witz jener Zeit ging: Im Parlament kann man nichts hören, im Rathaus nichts sehen und im Burgtheater kann man weder sehen noch hören. Ein Umbau löste das Problem und heute ist die Burg, wie es auch genannt wird, das wichtigste Theater Wiens und eine der wichtigsten Bühnen Europas. Und zu unserer Rechten die Uni, auf die Jules geht. Rathaus. Nun unserem Halt für die Votivkirche. In der Nähe unserer Haltestelle lebte und arbeitete einst Sigmund Freud. Das Sigmund Freud Museum befindet sich in der Berggasse 19. Es handelt sich dabei um das Haus, in dem Freud von 1891 bis 1938, als er aus Wien floh, um den Nazis zu entkommen, lebte. Es ist ein Denkmal an sein Leben und seine Errungenschaften. Das Museum wurde 1971 eröffnet und seitdem wurden immer neue Ausstellungsstücke hinzugefügt. Darin sagt Sigmund Freud: Im Alter von 82 Jahren habe ich mein Zuhause in Wien aufgrund des Einmarsches der Deutschen verlassen und bin nach England gegangen, wo ich den Rest meines Lebens, wie ich hoffe, in Freiheit verbringen kann. Im Alter von 82 Jahren verließ ich
und Freunde der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. In dieser Straße, in Haus Nummer 15 auf der linken Seite, um genau zu sein, befand sich eine von Ludwig van Beethovens vielen Unterkünften. Diese hier war seine letzte. Er starb hier am 26. März 1827. Ja, und jetzt zu unserer rechten, die Votivkirche. Ungewöhnlich war, dass die Kirche zum Zeitpunkt ihres Baus keinerlei Gemeindemitglieder hatte, da die Gegend nicht bewohnt war. Kaiser Franz Josef überlebte einen Anschlag auf sein Leben und sein Bruder, der spätere Kaiser Maximilian von Mexiko, rief eine Kampagne zum Bau einer Kirche ins Leben, mit der Gott für die Rettung des Kaisers gedankt werden sollte. Die Kirche war ursprünglich als eine Ruhmeshalle für berühmte Österreicher gedacht, ähnlich der Westminster Abbey in London. Mit dem Wandel der Politik im 19. Jahrhundert wurde die Votivkirche zu einer einfachen Pfarrkirche. Votivkirche. Entspannen gegenüber von der Votivkirche. Ferstels erste Entwürfe waren auf das Parlament und das Rathaus abgestimmt. Spätere Entwürfe aber kulminierten schließlich in dem monumentalen Gebäude, das Sie heute hier sehen, mit seinem Motto des Sieges des Lichts über die Dunkelheit. Universität Dieses Wien. Siegreiche Licht lässt sich sowohl im Architekturstil als auch am Prunksaal erkennen. Franz Matsch und Gustav Klimt wurden mit der Gestaltung des Saals beauftragt. Und auf die Uni Wien geht Jules. So, wir fahren jetzt über den Donaukanal, über die Brücke und fahren auf die Matzesinsel. Die ist eingeschlossen zwischen Donaukanal und Donau und wurde deswegen so genannt, weil früher sehr viele Juden hier gewohnt haben. Und deswegen heißt sie Matzesinsel. Die immer noch, weil sie so massiv sind, dass es viel zu teuer wäre, sie abzureißen. Einer dieser Flaktürme beherbergt das Haus des Meeres, das Sie auf unserer blauen Route sehen können. Und falls man es nicht gehört hat, einer der Flaktürme beherbergt das Haus des Meeres. Augarten. So in der Gegend. Wiener Prater. Hier im Vordergrund ein Teil des Riesenrads. Bevor wir den Prater erreichen, passieren wir den sogenannten Praterstern. Einen riesigen Kreisverkehr, an dem 7 Straßen zusammentreffen, was ihn zum größten Kreisverkehrs Wiens macht.
In der Mitte des Platzes liegt der Bahnhof Praterstern, einer der geschäftigsten Bahnhöfe Wiens, an dem regionale und lokale Züge, Straßenbahnen und Buslinien aufeinandertreffen. Von hier aus erreichen Sie den Flughafen Wien wie ein Einheimischer. Die Zugtickets bieten ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Rechten die Praterallee. Zur Rechten wurde 1897 errichtet. Riesenrad. Anlässlich des goldenen Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef. 1916 wurde per Gerichtsurteil der Abriss des Riesenrads entschlossen. Glücklicherweise aber fehlten die finanziellen Mittel, um diesen Plan durchzuführen. Mit einer Höhe von mehr als 65 Metern ist das Riesenrad eines der größten, die je errichtet wurden. Ursprünglich verfügte es über 30 Gondeln. Aber nachdem es während des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt worden war, wurde es umgebaut und bietet heute nur noch 15 Gondeln. Eine Umdrehung dauert rund 20 Minuten und bietet einen fantastischen Blick auf den Prater selbst sowie über die gesamte Stadt Wien. Wir erreichen nun unseren Halt für den Prater Vergnügungspark. Sollten Sie hier aussteigen, denken Sie bitte daran, Ihre Kopfhörer und Wertgegenstände mitzunehmen und verlassen Sie den Bus bitte durch die hintere Türe auf dem unteren Deck. Vor uns die Reichsbrücke, 1900 gebaut und wurde im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt, aber 1976 ist sie eingestürzt. Dann wurde sie neu gebaut und linker Seite sieht man das DC-Gebäude. Das höchste Gebäude Wiens bzw. Österreichs mit 202 Meter. Der offizielle Name dieser neuromantischen Kirche lautet Franz von Assisi-Kirche. Sie wurde am Mexiko-Platz errichtet, weshalb sie von Einheimischen auch Mexiko-Kirche genannt wird. An der Fassade der Kirche ist ein Relief zu sehen, das die heilige Elisabeth von Thüringen zeigt, die Kaiserin Elisabeth oder Sissi, wie sie die Österreicher nennen, eine Blume reicht. Ja, und die Reichsbrücke, die 1976 eingestürzt ist, schaut jetzt so aus. Nach dem Neubau. Es war Sonntag in der Früh, zeitig, und somit wurde auch niemand verletzt. We'll be right back.
Einst bestand die kaiserliche Mode gewöhnlich aus berauschenden Kleidern und tollen Frisuren. Aber Kaiserin Sissi fügte noch ein Detail hinzu. Ein Tattoo. Ja, Sie haben richtig gehört. Kaiserin Sissi hat einen Anker auf ihre Schulter tätowiert. Aber da dieses Tattoo üblicherweise von ihren Kleidern verdeckt wurde, wusste nur ihr vertrautester Kreis von diesem ungewöhnlichen Körperschmuck. Der Donauturm mit 252 Metern, der höchste Turm Österreichs, hat zwei Aufzüge, die die Besucher schnell hinauf und hinunterbringen. Es gibt ein drehendes Restaurant oben und einmal im Jahr gibt es einen Donauturmlauf. Kilometern durch teilweise in den Felsen gehauene Tunnel und erreicht Wien ganz allein mit Hilfe der Schwerkraft und ohne den Einsatz auch nur einer einzigen Pumpstation. Die Reise von Quelle zu Wasserhahn dauert 36 Stunden und das Wasser ist so rein, dass es in keiner Weise behandelt werden muss. Die Gravitationskraft entlang der Strecke ist sogar stark genug, um Elektrizität zu erzeugen. Das war die Wiener Wasserleitung. Raten Sie einmal, und wie viele Brunnen die Stadt Wien hat. Es sind mehr als 900. Das Wasser dieser Brunnen dient sowohl Einheimischen als auch Touristen als Trinkwasser. Das Wiener Leitungswasser gilt als eines der besten Trinkwasser der Welt und wird von Einheimischen und Touristen gleichermaßen geschätzt. Wir durchqueren nun einen neuen und modernen Teil Wiens, die Donauplatte. Hier wird das Stadtbild von Wolkenkratzern beherrscht, die Büroflächen und Wohnraum bieten, sowie kulturelle Einrichtungen und urbane Zentren für die rund 10.000 Menschen, die in dieser Stadt in der Stadt leben und arbeiten. Es befinden sich dort die Uno City, der DC Tower und der Harry Seidler Turm. Sollten Sie aussteigen, können Sie sich ganz wie ein Einheimischer fühlen, sich erholen und die Schönheit der Natur genießen. In den Sommermonaten sind die Möglichkeiten hier schier endlos. Es gibt Spielplätze und Open-Air-Festivals, man kann schwimmen gehen oder sich einfach nur in den Bars und Restaurants der sogenannten Sunken City oder Copper Beach erholen. Donauinsel. Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im Jahr 1938 aussprach. Das älteste Klosterspital Wiens. Kirche der Barmherzigen Brüder. Motto am Fluss. Und hier der Schwedenplatz. Die Urania, zu sehen mit der weißen Kuppel, im Jahre 1910 durch Franz Josef I. errichtet und wurde nach dem Krieg renoviert und teilweise wieder aufgebaut und ist eines der modernsten Observatorium, die es gibt. Und hier Radetzky. Und hier ist das Bundesministerium untergebracht. Der Stadtpark zu unserer Linken, der wurde 1862 als kommunaler Park eröffnet und hat den Wienern mit englischen Gärten als Erholungs- und Ausflugsgebiet gedient.
hier vor uns mit den roten Palisaden das Hotel Sacher und natürlich kommt von dort die berühmte Sachertorte. Und wir sind jetzt am Ausgangspunkt an der Kärntner Straße. Und wo macht man den Abschluss einer guten Sightseeing-Tour? In der Knödelmanufaktur. Und die ist hier drüben und dort gehen wir dann eine der vielen, vielen verschiedenen Knödelarten essen. Also bis dann. Ja, und mir bleibt dann natürlich noch eines zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Sightseeing-Tour, und oben bleiben.